Also drehen, ein bisschen zurückziehen, noch ein bisschen so. Drehen, ein bisschen aufmachen und dann können wir runter. Noch ein bisschen zurück, dass es mittig ist. Ah, Alfred hat Arbeit beendet. Müssen wir dann gleich schauen. Nein, ist das der falsch? Ist das der, der hier... Ah nein, das ist der, der gesagt hat. Das ist super. Das heisst, wenn der jetzt gesagt hat, ja, dann können wir jetzt tatsächlich endlich die Zeit beschleunigen. Beziehungsweise Moment. Wird dir das den Helfer mehr kosten? Wir können so schnell ausprobieren. Wie ist das schon wieder gegangen? Irgendwie mit den F-Tasten, oder? Moment, ich muss hier Zeitskalierung holen. Spieler, Fahrzeug, Arbeit, Kran, Objekt, Spiel. 8 und 7. Also. Ja, ich tue schnell mit 8 machen, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Und nö, die Helfer kosten nicht mehr durch das. Die tun wirklich nach Echtzeit verrechnen. Was sehr sozial ist. Also. Dadurch wird es jetzt endlich gleich wieder Tag, zum Glück. So. Wir schauen, dass wir das gut aufbauen. Und so über ein manövrieren, dass es nicht rausgeht. Offenbar haben sie aber gerade an einem sehr guten Ort gebracht. Und wir haben hier viele Ausgaben gehabt, Mitternacht sehr schlecht. Dafür ist hier etwas gewachsen, hauptsächlich Unkraut. Müssen wir den morgen schnell entfernen. Nein, du hast den Weg drauf. Dass dort das dickere Stück quasi entgegen am dickeren Stück vom grösseren Stamm ist. Und ich tue das Stück noch grad, Moment, falsche Kombination. Ich tue das hier noch grad auf die Seite. Dort hat es noch Platz. Ah, jetzt ist dort hinten wie behangen. Dann noch ein bisschen so, noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen weiter hinten. Dass das hier gut drinnen liegt. So, kommen wir hier irgendwie sauber dran? Wir sind innerhalb von der Runge, jetzt fällt das noch von Schiffen da, das kann ich gar nicht brauchen. Vor allem wegen der Sicht, es ist halt echt mühsam, so zu arbeiten, wie nichts sehen. Es ist nicht schön für die Augen, mein Zimmer ist ziemlich hell im Moment, als ich drin aufnehmen bin. Der Bildschirm reflektiert, hat Flecken drauf und dann ist es noch so feister. Aber schau, es wird hell. Ah, gerade dann, was ich sage. Also, die Skalierung wieder runter. Moment, schnell hier. 7. Dann müssen wir wieder auf 5. Jetzt kann ich das aufmachen gerne. Da. Moment, aufmachen war es so. Gewesen. Ah nein, das ist zu und so geht es auf. Ja, genau so wollte ich es, dass der dort oben drauf ist. Also, ja, wir jetzt hier rauf mit dieser Sache. Und jetzt ziehen wir hier mal Spanngurte anbringen. Zack, da ist das Holz jetzt gesichert. Dann können wir hier zum Angerbaum fahren, den muss ich noch versagen. Dann sehen wir, was so Holz bringt. Wahrscheinlich auch nicht so viel. Wahrscheinlich auch Hunderte oder so. Man sieht es gleich. Dann fahre ich hier her. So. Licht können wir löschen, schliesslich ist das Batteriefahrzeug. Und dann holen wir hier noch die Motorsäge. Also machen wir das jetzt nicht so lange. Ich schaue schnell, wo das hier... Der Punkt ist, wo ich die Krone muss abtrennen muss. Hier. Ah, so. Und da machen wir auch einfach zwei Bitze draus. Hier in der Mitte. Oder wäre gescheiter drei Bitze, wenn es so lang ist. Nein, machen zwei Bitze. Und das hier unterteilen. Voilà. Gehen wir da rein und dann tun wir hier das verladen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. So, dann so und runter. Sache drehen. Jetzt probiere ich mal etwas schneller hier das zu machen. Weil du willst ja hier nicht ewig zuschauen. Und ehrlich gesagt, lange will ich jetzt auch nicht mehr spielen. Ich muss wie gäng noch etwas schaffen. So, ja, ist ein kleiner krummer Ast hier. Also, krummer Stamm. Die Äste sind ja da alle am Rumfliegen.
Und ich weiss gar nicht, was ich mit denen so anstellen. So. Nein, nicht drehen. Das mit dem Drehen und Zumachen Verwechslung. So, habe ich jetzt den. Wir werden es sehen. Jo, das ist gut. Und hier kippt nicht gerade der Anhänger. Das ist gut. Den Weg bitte. So, ein bisschen mehr Freiheit für die Maus wäre etwas. Oder ihr könnt die Maus ein bisschen empfindlicher einstellen. Das wäre auch eine Option. Kann man die Mausempfindlichkeit eigentlich nur für einen Kran einstellen? Das wäre vielleicht noch gäbig. Dass man sagt, im Kran ist es ein bisschen empfindlicher. So, noch ein wenig raus. So, dann runter. Dann können wir noch... Ah, das 3 schon wieder, statt dass ich aufmache. Nein, da können wir noch lockieren. Und dann rauf. Und da mache ich hier ohne fahren. Warte, ich fahre nachher zurück. So, darf ich nicht fahren. Habe ich den Motor abgestellt? Nein. Wieso darf ich nicht fahren? Aha, ich bin nicht im Traktor drin. Das ist ein eigenes Fahrzeug, das muss ich mir angewöhnen. So. Und jetzt da, jetzt sind wir wieder da drauf, dort stehen wir ja auch. Nehmen wir das so, komm, also ein bisschen schneller über den Dreier, möchte ich dann hier schon. So, aber noch ein bisschen suchen. Über drehen. Noch ein bisschen suchen. Und dann haben wir die Sache. Naja, noch ein bisschen raus. So, dass wir schön mittig sind. Und dann zugreifen. Haben wir das? Falsche Bewegung. Das wollte ich. Wollen. Ja, hoffentlich habt ihr das. Noch ein bisschen. Dann drehen wir das hier drüber. Das Drehen geht gegen den längsten. Aber dann haben wir es endlich. Ich tue übrigens noch schnell die Spanngurte lösen, dass wir dann alles zusammen bespannen. Oder muss ich die überhaupt lösen? Kann ich die einfach noch einmal spannen? Dann tut es alles zusammen. Ich weiß auch nicht. Ist ja gleich. Jetzt runter mit dieser Sache. Und aufmachen. Nicht drehen, schon wieder aufmachen. Und auf. Es ist ein bisschen ungünstig, aber ja, sobald Spanngurte dran sind, wird das schon gehen. Den Kran kann ich jetzt so lassen. Ich mache ihn schnell ein bisschen flach machen. Da. Das ist nicht so günstig. So. Naja. Ladegurte dran. Dann können wir hier vor einsteigen. Und dann bringen wir das irgendwo her. Woher bringen wir das jetzt? Irgendwie in eine Sage, nehme ich an. Nein, das sind die Finanzen. Das wollte ich. Wir nehmen hier Holz. Einfach normales Holz. Salat gibt es. Bretter. Möbel. Dings, so Mineralsteine, ne? Also Bretter ist es ja nicht. Irgendwo muss in dem Fall Holz sein oder Baumstämme oder so. Silage, Gras, Milch, Zuckerrohr, Maissoja, ne, wo ist das? Muss ich das zuerst in die Sage bringen? Muss ich das selber sagen oder was? Neunisch. Sonnenblumen, Mais, Herdöpfel, Zucker über Schnitz, Bohlen, Zuckerrohr, Saatgut, Eier, Wollmilch, Hackschnitz, Silagegras, Heu, Stroh, Dies und Streusatz, Salz, Mehl, Brot, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Kleider, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumen, Raps, Oliven, Rosinen, Traubensaft, Salat, Tomaten, Erdbeere, Schocke, Bretter. Das ist es nicht. Möbel, Mineraldünger, Flüssigdünger, Mischgülle, Gärreste, Kalk, Herbizid und Steine. Sogar Steine kannst du verkaufen, aber keine Baumstämme. Moment. Muss ich das zuerst irgendwie zu Schnitzel verarbeiten, damit ich es verkaufen kann? Hilfe.
Also genau so Bäume, so. Baumstämme kann man nachher zur Sagmühle bringen und dort verkaufen. Oder bei einer Produktionsstelle weiterverarbeiten. Der Holzpreis richtet sich nur, nicht nur nach der Stammlänge, sondern auch nach der Geradheit der Stämme. Ah, kleine bogenige Stützen zielen üblicherweise einen kleineren Preis. Und was ist mit dem Dings, mit dem kleinen Geschnetzelten da? Da kannst du Baumstämme mit einem Holzhäckler auch Hackschnitzel zerhäckseln und die Sagmühle. Ah, das kann man nachher auch in die Sagmühle bringen. Mhm. Oder ein Biomasse-Heizkraftwerk. Du kannst pappeln mit einem Feldhäcksler ernten, was ein spezielles Schneidwerk hat. Kann ich, okay. Hast du noch einen Anhänger dran, bekommst viel Hackschnitzel. Baumstümpfe kann man mit der Fräse wegnehmen. Ah, das war das mit der Fräse. Und was ist mit dem Zeug, das man abschnitt? Das würde ich gerne wissen. Eieiei. Ist mir jetzt eigentlich auch gleich? Oder müssen wir das auch verkaufen? Nein, es gibt sicher kein Geld. Das könnte man höchstens in meine Schnetzlerinnen tun und Hackschnitzel daraus machen. Ich weiß nicht. Also, was hat es jetzt geheissen? Wir bringen das in die Sagmühle. Wo ist die? Müssen wir jetzt auch mal finden. Kann man da irgendwie die Düngst, Hotspots? Nein, das ist ja nicht das, was ich brauche. Nein. Muss jetzt hier schnell alle durchdrücken. Also, ah, dort wäre die Elektroladestation. Das ist Gare du Sud. Gesteinbrecher, Viehmerit. Das ist unser Farmhaus, Marisanne. Da ist Spinnerei. Getreidespeicher Kalkstation. Zug mit dem Sagewerk. Ist das Sagewerk gewesen? Moment. Hilfe. Ah, ich komme immer noch nicht raus mit dem Menü. Sagemühle. Ist das gleiche? Da ist es. Sagewerk, Schreinerei. Ist glaube ich schon nie so, oder? Biomasse-Heizkraftwerk. Ja, dann bringen wir es halt dort rauf. Steinbrecher, nein, das ist schon nichts, dort ist Getreide. Also bringen wir es mal dort rauf, mal schauen, ob die das wollen. Da. Nein, dort. Ganz oben, ja. Für uns fahren wir hier einfach hier normal durch die Stadt, wie wir es kennen, dann alles rauf, dann kommt dann irgendwann die Sage. Na, das wird doch mal eine Fahrt. Dann machen wir noch diese Fahrt und dann mache ich dann wahrscheinlich mal für oben. Und jetzt, wo die Baumstämme hinten drauf sind, fahrt die Kiste nicht mehr so schnell. Die Elektrobütte. Wobei wir erreichen Geschwindigkeit schon, sobald der kleine, ist nicht so günstig. Sobald wir keinen Schwung haben, meine ich. Und jetzt habe ich doch ein Problem. Ich muss da noch einmal anders rumfahren. Ja, es ist also ein bisschen heikel, mit dem zu fahren. Mit einem kleinen Traktörli. Mit so viel Gewicht. Ja, es ist ein bisschen gefährlich. Also, schaue ich nochmal, dass ich das herbringe, ohne dass es uns da verzieht. Ist aber echt schwierig, ehrlich gesagt. Du kannst fast nicht steuern, ohne dass es die Pfote verschleudert. Ja, ist nicht so gut. Ich sollte einen anderen Traktor nehmen für das. Und weißt du was, das mache ich jetzt sogar. Ich hänge das hier ab, bringe den zurück. Sollte ich den vielleicht sogar wirklich zurückbringen? Ich weiss gar nicht, ich lasse den mal hier schnell auf dem Feld stehen. Nehme dafür ihn. Ja, ich habe den starten. Und der kann das Zeug wenigstens ziehen. So, jetzt nicht aus Gewohnheit quer über das Feld fahren. Hier hat das fatale Folge. Nein, hat es gar nicht. Ich pflege nicht drauf. Gleich, ich will nicht über das Feld fahren. Es wäre natürlich schön, wenn das Spiel so realistisch wäre, auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, dass man mit den Pneu tatsächlich zwischen den Früchten muss durchfahren muss. Weil man sie sonst trotzdem kaputt macht, trotz Pflegepneu. Übrigens müssen wir da etwas machen. Ah, jetzt brauchen wir eben den Striegel, gell? Wir haben kein Geld, um ihn zu mieten. Ja. Aber ich muss es machen, wegen Muchrut. Ich muss auch noch ein bisschen Kredit aufnehmen, falls ich überhaupt noch kann. Ja, das wird jetzt lustig. Aber wir haben noch ein paar Lohnaufträge dran, die man dann abschliessen kann und dann ist das gut. das habe ich gemerkt, wenn ich hier den Gruber vor mir her schiebe. Ja, der Traktor kann einiges.
leisten, wie es aussieht. Im Vergleich zu dem Elektro-Krutzli dort. Und da steht es. Sollte man auch zurückgeben, nicht, dass es jetzt noch kostet. Aber ich bin halt am überlegen, ob wir mit dem jetzt noch etwas Produktives machen könnten. Weil das da sonst die ganze Zeit so kostet, wenn ich die Geräte miete und er gar nicht brauche und nach einem kleinen Zweck schon wieder zurückgebe. Weil die Baumstämme hier, die werden jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel Geld geben. Also Holz ist ja nicht unbedingt sehr teuer. So auf das Volumen gemessen. Also Holz ist eine teure Sache, aber nicht extrem. Also für die Bäume hier rechne ich höchstens ein paar hundert Franken. Mehr gibt es wahrscheinlich, also 1000 gibt es auch kaum. Würde ich sagen. Oder Giro, meinst du, es gibt mehr für die Bäume? Nein, nicht pausieren. So. Ich glaube, der Landwirtschaftssimulator ist auch so ziemlich das einzige Spiel, das ich kenne, das wirklich die Pause-Taste braucht, um die Pause-Funktion zu triggern. Oder kennst du irgendein anderes Spiel, wo man wirklich Pause muss drücken auf der Tastatur? Die Tastatur hat eine Pause-Taste, die heute niemand mehr braucht. Und nur das Spiel hier setzt die noch ein. Vielleicht gibt es noch andere Spiele und ich habe es noch nie gemerkt, aber das ist das einzige, was ich weiss. Ah, oh, und der Giro streckt sich da neben der Tastatur. Ja, der Traktor ist auch nicht ganz so schnell. He? Ja, es ist halt schon eine gute Frage. Wie kommen wir aus dieser finanziellen Situation raus, wo wir jetzt drinnen sind? Ja, jetzt haben wir ja da wirklich sehr wenig Geld. Und nicht viel in Aussicht. Also wir werden wahrscheinlich langarm bleiben, so wie es jetzt aussieht. Bis wir vielleicht irgendwann wirklich neu etwas investieren und eine Produktion aufmachen. Aber ich kann halt nicht mehr viel Kredit aufnehmen. Und das werde ich wirklich gescheit einsetzen, das Geld. Und nicht einfach versägt zum Ausprobieren oder so. Wenn wir jetzt würden sagen, wir kaufen Mülli. Oder wir bauen uns eine Mülli. Für dass wir aus unserem Weizen mehr Ertrag bekommen. Dann wäre das wahrscheinlich der erste Schritt, um ein bisschen mehr Geld zu machen. Wenn nur mit den Rohmaterialien, so wie jetzt mit den Baumstämmen, ohne dass wir die selber verarbeiten und dann das Produkt verkaufen, werden wir wahrscheinlich nie besonders viel Geld damit verdienen. Ja, weißt du, was ich meine? Darum wäre es eine Überlegung wert, ob wir jetzt vielleicht nicht das Geld in die Hand nehmen. Und was gibt es hier am Boden? Aha, ein toller Deckel. Das Geld in die Hand nehmen, um eine Produktionsstätte zu kaufen, eine anständige. Oder vielleicht noch einen Nebenverdienst. Irgendwie jetzt so zum Beispiel ein Bienenstock. Man kann ja noch imkern. Wo muss ich jetzt das Holz herbringen? Da habe ich mehrere Stellen. Probiere es mal hier. Wird es verkauft? Muss ich es noch lösen? Wird nicht automatisch verkauft. Das muss ich hier. Es wird nicht angezeigt, was ich hier muss abgeben muss. Es wird so noch gespeichert. Der Pfor ist die Sage. Also wir müssen nachher führen. Vielleicht ist das dort hier. Das, was wir brauchen. Wir müssen hier schnell noch ein sicheres Zeug. Damit es da runterkommt. Moment, falsch. So. Da hier vielleicht. Nein, hier ist Hackschnitzel. Mal entsichern. Nein. Muss ich das wirklich fachmännisch entladen hier? Weil da habe ich jetzt nicht sehr viel Lust drauf. Vielleicht noch dort hinten probieren. Das wäre jetzt die letzte Chance. Der Zug ist auch gerade hier. So. L. Nein. An welcher Stelle muss ich das verkaufen, weißt du? Was ist das da für eine Information? Ah, Holz verkaufen. R. Ah. Ah, schau da. 1349 hat es doch noch gegeben. Also doch nicht schlecht an sich. Aber natürlich deutlich weniger als das, was man jetzt für die Geräte zahlt.
Darum ist es, glaube ich, definitiv so, ich muss die Geräte behalten und jetzt noch sehr, sehr viele Bäume mit diesen Fällen, für das sich gelohnt. Aber das mache ich, glaube ich, auch so. Also, jetzt bringe ich das erstmal noch zurück auf den Hof und dann tun wir einfach sämtliche Bäume fällen, die bei uns um die Felder herumstehen. Ganz einfach. Aber mit dem Geld, das ich jetzt gegeben, mit dem kleinen Almöseli, muss ich jetzt noch den Striegel mieten. Aber das werde ich jetzt wirklich nächstes Mal machen. Ich muss jetzt mal Feuer oben machen. Warte, schau schnell, wie lange ich hier überhaupt aufnehme jetzt. Ah, schon über 2 Stunden wieder anwerben. Ich muss auch wieder mal etwas anderes machen. Ich muss auch ein bisschen Geld verdienen. Das kommt es nicht gut. Jetzt bringt es etwas hier links rauf zu gehen? Nein, da komme ich wahrscheinlich nicht. Da komme ich nicht in die Stadt. Es geht dort rauf. Es geht dort rauf zu dem Schloss oder zu dieser Burg. Ja, einmal müssen wir die Karte einfach mal anschauen. Dann müssen wir mal die Zeit nehmen. Ein bisschen erkunden. Es gibt viel zu sehen, wie es aussieht. Aber jetzt fahre ich hier einfach mal zurück. Und dann brauche ich in dem Fall noch den Rigitruck und den Anhänger hier. Also den Rigitruck, der dort auf dem Feld steht. Mit dem Anhänger hier, um noch ein bisschen mehr Bäume fällen. Für dass wir dann hier wenigstens etwas Gewinnmässiges daraus rausziehen können. Jetzt fahre ich hier extra nicht über die Stopplinie, weil dann haben wir quasi das Stoppsignal gar nicht überfahren. Ich bin quasi einfach den falschen Weg durchgefahren und dort war keine Stopplinie gesehen, darum ist das gut. Kann man eigentlich die Absperrpfosten hier alle umfahren? Ah ja. Ah nein, wir fahren einfach durch sie durch, schade. Ich fahre gerade hier durch. Weil ich glaube, dass es der schnellere Weg ist. Hier kann ich jetzt auch Querfeld einfahren. Muss nicht noch einmal rein über die Brücke. Wir bleiben auf diesem Flussufer. So, habe ich jetzt so ein Zeug, das beim Händler rumsteht eigentlich. Jetzt haben wir ja hier einfach nur noch das, wahrscheinlich das Saatgut. Mal das Saatgut, genau. Das ist das, was ich vorhin zu viel gekauft habe. Aber das wird ja nicht schlecht. Und wie es aussieht, ist ein Haufen fertig geworden, oder was? Ah, das ist wieder leer, Mist. Apropos Saatgut. Also, weißt du was? Das machen wir jetzt aber so. Fahrzeug. Das... Kann ich das jetzt nicht zurücksetzen? Kann ich nicht zurücksetzen, solange ich drin sitze? Ziel setzen. Karte verschieben. Man kann doch ein Fahrzeug zum Händler zurücksetzen. Geht das nicht hier? Keine Ahnung. Ich habe gehofft, dass ich das machen kann. Ja, das kann ich dann nächstes Mal machen. Ich muss jetzt da nicht noch das Zeug holen und so. Jetzt fahre ich da schnell noch. Ah, jetzt bin ich da hinten drauf. Der ist fertig. Ist der fertig? Der meint, er sei fertig, ist es aber nicht. Das Pflügen, das ist noch 75%. Ja, jetzt kommen wir eben in das Problem, dass halt der Helfer hier wirklich ein Löw ist. Und hier meint er, sei fertig, obwohl es nicht ist. So. Jetzt tue ich hier schnell ein bisschen grubbern. Wie geht jetzt das? Das Gewicht selektiert. So. Und jetzt gehe ich hier schnell ein bisschen etwas abpflügen. Oder weißt du was? Nein, ich kann einfach hier den Helfer reinsetzen. Jetzt lässt er hier noch Streifen übrig, das ist nicht ganz so gut. Ist schon gleich, es muss ja nicht 100% gemacht sein. Einfach Hauptsache, dass der jetzt nicht hier viel zu viel Zeit und Geld verschwendet. Aber er macht weiter. Der Rigitruck steht dort. Und er ist hier. Den bringen wir schnell zum Hof. Oder ich tue den Anhänger schnell zum Rigitruck, dann kann der mit dem wieder dort zum Ding fahren, zum Holzschlagort. Und dann können wir dort alle die Bäume hier abfällen. Ja, ich würde sagen, wir machen dort mal wirklich eine grosse, so ein ratio-mässig Baumfäller-Session. Wo ich hier alles, was hier am Feld entlang steht, fahre hier über das Gemüse. Alles, was hier am Feld entlang steht, einfach schnell abholzen. Komplett.
Ich muss auch den Striegel haben, gell? Ja, ich muss den Striegel haben. Also, und gewalzt werden muss es auch noch. Wie auch immer das soll gehen. Aber hey, jetzt kannst du schnell schauen, was das ist. Es ist... Mineraldünger. Also, das ist das... Nein, das kommt nicht in die Zähmaschine. Gut. Das Ding ist übrigens riesig. Die Streumaschine. Da denkt man gerne auf den Fotos, das ist so ein kleines Anhänger. Das ist ein riesiges Ding eigentlich. Wow. Ja, da ist ein schöner Nummer. 22, tatsächlich in der Bretagne. Ich habe mal nachgeschaut. Ist so. Also, ich glaube, es geht so langsam auf das Ende zu und das finde ich auch gut so. Jetzt haben wir den Traktor dort hergestellt. Jetzt muss ich schnell überlegen, was mache ich nächstes Mal. Striegel und Walzen muss ich offenbar auch noch, da wird aber das Geld nicht länger. Und ich muss bei dem hier die Saat gut auffüllen und beim anderen hier muss ich schauen, dass der keinen Seich macht. Wahrscheinlich wird er dann, wenn er dort hinten ankommt, gleich dort aufhören. Ist egal, jetzt tue ich mal hier Escape und dann speichern und dann beenden die Session. Aber ich tue wie gerne hier irgendwo hier auf dem Hof das Spiel beenden, weil dort werden wir es dann auch wieder anfangen. Also. Hey. So lange war es zwar nicht, knapp über 2 Stunden, aber immerhin. Und es macht Spass, es ist ein spassiges Spiel tatsächlich. In dem Sinn, schön bist du wieder da gewesen. Und hast das Zeug hier mit mir zusammen angeschaut. Wir sehen uns nächstes Mal, also du mir. Ich freue mich auf dich. Und ich hoffe, du machst das auch. Ja, es gibt noch zu sagen. Ich glaube, das ist etwa alles. Ich wünsche dir alles Gute, was man dir wünschen kann. Wir sehen uns bis dann. Ciao.